dann schauen wir uns doch heute mal den Ford Fiesta ST genauer an. Hier sehen wir auch schon das neue Gesicht des Fiesta. Und ganz besonders schön ist dieses LED-Tagverlicht. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer hier verbaut. Wie man auch sieht, ist dieser neue Wabenkühlergrill richtig präsent. Schaut richtig grimmig rein mit den schwarzen Applikationen. Auch aerodynamisch natürlich hier mit den Lufteinlässen neben den Nebelscheinwerfern. Er duckt tief, der Fiesta ST. Ja, auf 18 Zoll Rädern und in dem Rot, ja, muss ich sagen, da schaut er schon richtig, richtig schick aus. Vor allem diese Bicolor-Alu-Räder machen schon richtig, richtig was her. Auch eine schöne Linienführung mit dem abfallenden Dach hier hinten haben wir. Auch am Heck ist der Fiesta wirklich richtig, richtig hübsch geworden. Klar, hier haben wir noch den Diffusor unten drunter. Mit den zwei Auspuffendrohren und ganz groß prangt da hinten das ST auf dem Deckel. Ja, optisch macht er schon mal was her. Fahrwerkstechnisch kann er auch einiges. Selten ein wirklich so traktionsstarkes Fahrzeug erlebt wie den Fiesta ST, der tatsächlich ja nur einen Vorderradantrieb hat. Schauen wir noch mal einen Blick hier ins Innenraum. Und wir sehen auch hier tatsächlich kühl, aufgeräumt und sachlich, da fehlt sich nichts. Der zentrale Monitor dominiert das Ganze. Was wir haben hier noch, sehr, sehr schöne Carboneinlagen sind hier noch verbaut. Die Materialien insgesamt sehr stimmig, da gibt es auch gar nichts zu meckern. Der Fiesta ST ist übrigens auch nur als Handschalter erhältlich. Da gibt es kein Doppelkupplungsgetriebe wie etwa bei VW. Ich persönlich begrüße das auch unheimlich. Ich habe jetzt die kleinste Krawallbüchse aus Köln genommen, den Ford Fiesta ST der neuesten Generation. Und was muss ich sagen? Verdammt, 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 ihr habt da echt ein geiles Gerät hingestellt, liebe Kölner. Rein optisch haben wir uns den Wagen gerade angeschaut und allein da macht er ja schon viel her. Aber jetzt, oh, wenn man einmal damit fährt, Himmel, Himmel, Himmel. Das ist, ja, das macht richtig Spaß und gute Laune. Also da kann der Tag schlecht beginnen. Du fährst eine Runde im Fiesta ST und deine Laune ist danach definitiv wieder topfit. Der Wagen besitzt jetzt einen Dreizylinder unter der Haube. Ja, ihr hört richtig, tatsächlich einen Dreizylinder. Aus 1,5 Litern Hubraum entwickelt dieser jetzt 200 PS. Und 290 Newtonmeter Drehmoment. In 6,7 Sekunden sprintet er auf 100. Es gibt sogar eine Launch Control. Gekoppelt an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, was sich unheimlich knackig schalten lässt. Die Wege sind vielleicht ein bisschen zu lang, könnten ein bisschen kleiner sein, aber nichtsdestotrotz fein abgestimmt, super Schaltführung, einwandfrei. Ja, und der Dreizylinder klingt hier nicht nach Dreizylinder, in keiner Weise. Ein Schnarren ist hier nicht zu hören. Wir haben hier eine super Auspuffanlage, die einen richtig, richtig tollen Klang bietet, der jetzt nicht unbedingt vom Soundgenerator lebt, sondern tatsächlich ein echter Auspuffklang ist. Klar wurde der natürlich ein bisschen verfeinert, darüber brauchen wir nicht reden. Aber es ist kein künstlich klingender Sound, den wir hier haben, sondern es ist tatsächlich richtig, richtig schöner Klang. Kernig, bassig, Sprotzeln ist dabei, aber hört selber erstmal rein.
sag dir, also ich persönlich finde das schon erste Sahne für so einen Kleinwagen. Aber natürlich, Kleinwagen haben auch so ein bisschen ihre Problemchen, und zwar der Kofferraum. Na klar, nicht sonderlich üppig, aber Reisegepäck bei mir, eine Reisetasche und ein Handgepäckstrolli haben ohne Probleme reingepasst, plus Kleinkramzeugs würde auch noch reingehen. Also von dem her kein Thema. Wer nicht will, legt halt die Rücksitze hinten um. Hinten will eh keiner großartig sitzen. So viel Platz ist da hinten nicht. Ich persönlich sitze hier auf richtig tollen Sportsitzen. Super konstruiert. Extrem viel Seitenhalt. Für meine Statur vielleicht natürlich ein bisschen zu eng. Aber gut, ich bin jetzt nicht Maß. Persönlich würde mir wahrscheinlich einen Fünftürer wünschen, wegen dem kleineren Ausschnitt der Türen und leichterem Ein- und Ausstieg. Aber so macht das Ganze seine Sache gut. Und wer jetzt sagt, hey, aber ich fahre den eher im Alltag und dann brauche ich irgendwie was doch Bequemeres. Ja, okay, Federung könnte ein bisschen weicher sein oder adaptiv. Gibt es jetzt zwar nicht, aber nichtsdestotrotz völlig verbindlich. Selbst trotz 18 Zoll Räder, die hier verbaut sind und eben diesem Sportfahrwerk, kann man im Alltag problemlos fahren. Wirklich. Ebenfalls für den Alltag sehr, sehr sinnvoll. Sync 3 mit Sprachsteuerung, Navigation, toll Monitor, super auf der Bildhöhe, auf der Höhe, leicht zu bedienen, tolle informative Cockpit-Anzeigen, analoge Tuben, sehr, sehr schön, ebenfalls toll. Assistenzsysteme können ebenfalls geordert werden für den, der sie haben möchte. Rückfahrkamera, Einparkassistent, Spurhalteassistent, Abstandswarner, Abstandshalteassistent sogar. Also da gibt es auch was. LED-Scheinwerfer sind hier verbaut, auch toll. Super schöne Optik, wie wir gesehen haben. Und was auch definitiv zu empfehlen ist, wenn ihr mal nicht den Motorsound hören wollt, sondern eure Lieblingsmusik, hey, dann nehmt das B&O Play-System, was hier optional angeboten wird und speziell für Ford entwickelt wurde von der Firma Harman. Kann ich euch empfehlen. Top-Geschichte. Klingt richtig, richtig gut. Und ja, weil es schon alles so richtig gut klingt, werde ich jetzt noch mal ein wenig hier mit dem ST rumfahren. Ich sage schon von jetzt aus, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Glocke, damit wir uns möglichst schnell wiedersehen. Wenn euch das Ganze überhaupt nicht zugesagt hat und ihr überhaupt nicht dafür seid, dann ist der Daumen nach unten dafür da. Kommentarbox, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder wenn wir den Wagen sogar noch mal als Tester so holen sollen, dann schreibt mir das. Ich wünsche euch jetzt erst einmal noch einen schönen Tag. Ich habe noch viel Spaß und sage tschüss, bis dann, der Ubi.